Man kann nicht wirklich behaupten, dass heute an der Wall Street besonders viel los sei. Die US-Indizes weitgehend unverändert. Der DAX sogar heute im Minus. Erstaunlich, erstaunlich. Minus ist so ein Strich vor dem Komma für die Jüngeren unter Ihnen. Jedenfalls ist da nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Aber heute waren Daten, Konjunkturdaten aus den USA, die aufhorchen lassen haben. Denn sie zeigen die, kann man sagen, asozialen Folgen der Geldschwemme, die wir derzeit sehen durch die Notenbanken, sowohl durch die Fed als auch durch die EZB. Wer auch immer das Geld druckt, das tun alle ja mehr oder weniger einheitlich, manche mehr, manche etwas weniger, aber die Folgen werden teuer und das will ich in diesem Video mal kurz beleuchten, vor allem anhand des Immobilienmarktes. Wir hatten heute US-Verkäufe neuer Häuser und die sind wie schon im letzten Monat extrem schwach ausgefallen und dafür gibt es einen ganz klaren Grund, denn die Preise sind schlichtweg zu hoch. Durch die Geldschwemme der Notenbanken sind die Assetpreise komplett inflationiert. Das gilt nicht nur für Aktien, das gilt auch für Immobilien, gerade für Immobilien. Und das bedeutet, dass sich natürlich immer weniger Leute ein solches Haus leisten können. Die Reichen können das, die weniger Reichen können es in der Regel nicht oder sie sind gezwungen, hochgradig kreditgehebelt die ganze Geschichte anzugehen und setzen sich damit einem extremen Risiko aus. Jetzt kommt aber noch dazu, dass eben durch die Notenbankpolitik, durch die Nullzinspolitik es keine Renditen mehr für Staatsanleihen oder ja fast für alle Anleihen mehr gibt. Dementsprechend haben Profi-Investoren riesige Schwierigkeiten, Renditen zu erzielen, die sie versprochen oder angekündigt haben, etwa Pensionskassen. Dementsprechend müssen diese Profi-Investoren ausweichen und gehen dann gerne auf Immobilien, weil sie sagen, da ist vielleicht noch Rendite drin. Wer mit Fachleuten spricht, der erfährt, dass da zum Beispiel Immobilien oder Pensionskassen ganze Immobilienkomplexe kaufen, Neubaukomplexe. Und zwar ist das so, dass man früher, wenn zum Beispiel ein Bauträger sehr viele Objekte hat, etwa 200 Wohnungen gebaut hat und die einzeln verkaufen muss, das ist anstrengend, das ist ein bisschen nervig, hat er einen Investor, der komplett alles kauft, dann hat er normalerweise einen sehr deutlichen Preisabschlag dafür hingenommen. Inzwischen ist kaum mehr ein Preisabschlag vorhanden, denn die Pensionskassen, viele Profi-Investoren sind in den Immobilienbereich gegangen, um irgendwie noch Rendite zu erzielen und zahlen eben auch schon überhöhte Preise. Dementsprechend wird immer weniger Angebot auf dem Markt sein. Das wiederum verteuert die Preise, weil der Wunsch nach einem Eigenheim ist nach wie vor natürlich virulent. Und was wir hier sehen, ist auch die Financialization, wie es hier heißt, des Hausmarktes, also die finanzielle Repression könnte man vielleicht übersetzen. Auch die Amerikaner werden immer mehr zu Mietern und nicht zu Eigentümern von Immobilien werden, weil es nicht mehr anders geht und die Folgen werden dramatisch sein. Das will ich in diesem hier mal kurz ausführen. Wir hatten heute, wie gesagt, die Neubauverkäufe und wir sehen, wir haben jetzt ein neues Allzeithoch bei dem Durchschnittspreis für einen amerikanischen Neubau. $350.000 ist ein Anstieg von 18% zum Vorjahresmonat. Wir sehen, auf dem Hochpunkt der Immobilienblase lagen die Durchschnittspreise etwa bei $225.000-$230.000. Wir sind also deutlich teurer, als es jemals auf dem Hochpunkt der Immobilienblase gewesen ist. Und das kongruiert 1:1 mehr oder weniger mit der Fed-Bilanz, also mit der Bilanzsumme der Fed, denn diese Geldschwemme der US-Notenbank sorgt für diesen Auftrieb der Assetpreise. Jetzt kommt noch dazu, dass die amerikanische Notenbank für $40 Milliarden pro Monat sogenannte Mortgage-Backed Securities kauft, also hypothekenbesicherte Anleihen. Das befeuert den Preisauftrieb, das befeuert den Hype, das befeuert die Blase noch mehr. Dementsprechend müsste die Notenbank, wenn sie anfängt zu tapern, also die Anleihekäufe zu reduzieren, müsste sie eigentlich mit diesen Mortgage-Backed Securities anfangen, denn sie ist dabei, einen Markt komplett zu zerstören. Hier sagt zum Beispiel Julian Bridgen, die Bullen, also die Optimisten sagen ja, die haben immer wieder Entschuldigungen für schwache US-Immobilienmarktdaten, aber es ist letztendlich ganz einfach, die Preise sind inzwischen zu teuer. Das heißt, entweder
müssen die Preise fallen, das ist derzeit nicht der Fall, oder die Aktivität nimmt ab, also die Verkäufe nehmen ab, es wird weniger gekauft, weil die Leute sich das schlichtweg nicht leisten können. Und wir sehen in den heutigen Daten, dass schlichtweg weniger gekauft wird. Hier mal eine Statistik. Hier sehen wir das gesamte Volumen oben in dieser Statistik. Da sehen wir rückläufige Verkäufe der Häuser. Wir sehen, dass die Preise massiv gestiegen sind, über 350.000 Dollar im Durchschnitt und der Preisauftrieb bei 18%. Also wir sehen, diese Preisauftriebe, die haben ganz klar damit zu tun, dass weniger Häuser verkauft werden, dass weniger Leute sich diese Häuser leisten können. Jetzt sehen wir die Folgen dann auch bei Lumber, das ja so massiv gestiegen ist, Bauholz. Jetzt doch deutlich unter 1000 Dollar. Aber was vor allem wichtig ist, ist, dass wir hier eine Inflationierung geradezu der Verkäufe von Häusern über 1 Million Dollar haben. Das heißt, die Reichen können sich das noch leisten. Die wissen, oh, wir haben hier praktisch eine Assetpreisinflation, möglicherweise als Auftakt für eine allgemeine Inflation. Und wir müssen uns schützen, indem wir Sachwerte kaufen, zum Beispiel Immobilien. Das können die. Dementsprechend sehen wir, dass die Verkäufe für Häuser über 1 Million Dollar geradezu explodieren. Liegt natürlich auch daran, dass eben immer mehr Häuser auch 1 Million Dollar kosten, also zumindest mehr als vorher, während hier die Verkäufe von Häusern unter 100.000 Dollar massiv abgenommen haben. Warum? Weil es schlichtweg immer weniger Häuser unter 100.000 Dollar gibt. Das ist sicherlich ein Grund dafür. Also wir sehen, die Reichen sind davon nicht betroffen und damit wird sozusagen diese Ungleichheit noch weiter befördert. Die reicheren Leute, die können es sich leisten, sich diese Immobilien zu kaufen. Manche institutionelle Investoren können sich das leisten, aber der Durchschnittsbürger kann sich es eben nicht mehr leisten. Und damit hat er dann auch letztendlich keinen Schutz mehr vor Inflation. Das ist genau das Problem. Und Inflation ist vielleicht auch das Stichwort zunächst mal für das, was an den US-Aktienmärkten der Fall ist. Wir sehen hier mal das Verhältnis zwischen den US-Aktienmärkten in Relation zu den globalen Aktienmärkten. Da sehen wir, dass wir da schon durchaus sportlich bewertet sind. Das ist der höchste jemals erreichte Stand in Relation eben des US-Aktienmarkts zu den globalen Aktienmärkten. Allein der amerikanische Aktienmarkt bringt ja weit über 40 Billionen Dollar auf die Waage. Das ist extrem, deswegen auch die Dominanz der amerikanischen Aktien im MSCI World. Wer den kauft, wer dieses ETF kauft und meint, er würde global den Aktienmarkt abbilden, der täuscht sich. Er kauft vorwiegend eben US-Aktien. Und jemand, der dieses Missverhältnis auf den Punkt gebracht hat, ist Jeremy Grantham. Bekannter Investor, bekannter Denker, der gesagt hat, liebe Leute, das ist eine Art Fantasy-Trip der USA, das ist also ein Fantasietrip, auf dem die USA sich befinden. Die Bewertungen sind sehr fantasievoll, könnte man zumindest sagen, zumindest wenn man es etwa mal mit dem DAX vergleicht, da ist ja eine noch durchaus nachvollziehbare Bewertung der Fall. Das gilt für US-Aktienmärkte weniger. Jetzt hat gestern ja Microsoft etwa die 2 Billionen an Marktkapitalisierung erreicht. Klar, ist eine gute Firma, die macht gutes Geld, aber 2 Billionen, das ist sehr sportlich. Das deutsche BIP beträgt 3,5 Billionen, soweit ich das noch erinnere. Und es ist ja selten, dass eine Firma wirklich eine ganz lange Zeit überlebt. Also das eine Firma ewig existiert und diese Bewertung letztendlich rechtfertigt. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Jedenfalls haben wir heute dann, um nochmal zur Inflation zurückzukommen, Einkaufsmanager-Indizes nicht nur aus Deutschland und der Eurozone, sondern auch aus den USA bekommen. Und hier spricht Market, dass die Daten erhebt von einem Record Supply Shortage, also Angebotsengpässe, die hier der Fall sind. Und das wird schlechter und nicht besser. Das heißt, diese Lieferengpässe dürften sich noch verschlimmern und nicht verbessern. Und die Firmen versuchen, die Bestände wieder aufzufüllen, aber es gelingt nicht. Das ist sozusagen das große Problem. Sie schaffen es nicht, die Nachfrage zu bedienen. Und wenn die Nachfrage nicht bedient wird, weil das Angebot zu knapp ist, dann steigen die Preise weiter. Und das bedeutet, dass diese Transitory Inflation, also diese angeblich vorübergehende Inflation, vielleicht nicht so transitory ist. Und hier sagt Market auch interessanterweise, also wahrscheinlich ist es so, dass
die US-Wirtschaft im zweiten Quartal peaken wird, also ihren Hochpunkt erreicht. Aber ob das mit der Inflation so ist, das ist auf einem ganz anderen Blatt. Also man zweifelt hier ganz klar an, dass die Inflation peakt, die Wirtschaft ja, aber nicht die Inflation. Und das würde bedeuten, dass wir eine schwächere Wirtschaft bekommen, aber eben keine geringere Inflation. Und das würde dann auf Stagflation hindeuten. Und das ist natürlich ein immenses Risiko, genau oder gerade dann für die Immobilienkäufer, die auf Kredit gekauft haben, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Denn wer da hochgehebelt auf Kredit unterwegs ist, dann eventuell, weil die Wirtschaft nicht mehr so läuft, seinen Arbeitsplatz verliert oder eben dann irgendwann die Preise wieder beginnen zu fallen, der hat dann ein riesiges Problem. Ähnliches in Sachen Inflation auch von den deutschen Einkommensmanager-Indizes, die heute veröffentlicht wurden. Preise verteuern sich in nie dagewesenem Ausmaß, so hat es Market formuliert. Und für die Eurozone gilt, das sei by far the fastest pace, die größte Geschwindigkeit der Verteuerung, seit die Daten erhoben werden. Das ist seit dem Jahr 2002 der Fall. Also überall das gleiche Bild. Und wenn diese Lieferengpässe nicht aufhören, dann wird das mit der Inflation weitergehen. Heute Morgen hatte ich schon diese Grafik gebracht, dass jetzt die Wartezeiten auf Chips, die ja so zentral für unsere Wirtschaft sind, auf einem neuen Hoch ist, mit 18 Monaten durchschnittlich ein neuer Rekord. Viele, viele Berichte, die mich erreichen von Leuten, die sagen, ich arbeite in der und der Branche und hier hat unser Lieferant massiv die Preise erhöht oder kann nicht liefern oder sagt, das wird mindestens 40 Wochen dauern, bis da irgendwelche Produkte ankommen. Das alles deutet darauf hin. Not so transitory. Aber, und das merkt dann jetzt auch die Fed, oder die Fed weiß das natürlich, aber versucht das Ganze ja runterzureden in Gestalt von Jerome Powell, der das ja meisterhaft geschafft hat. Die Märkte glauben dieses Mantra des Transitory. Jetzt hat der Bostic von der Fed, von der Atlanta Fed gesagt, ja, es wird ein bisschen länger dauern wohl mit dieser Inflation, als wir ursprünglich gedacht haben, statt 2 bis 3 Monate wohl 6 bis 9 Monate. Und auch Bowman von der Fed hat gesagt, die Inflation ist gestiegen und wird wahrscheinlich noch weiter steigen. Wir bekommen ja am Freitag die wichtigen PCE-Daten, PCE-Verbraucherpreise, die für die Fed ja so relevant sind. Da wird man drauf gucken. Also die Fed, die gibt so, naja, hinter vorgehaltener Hand schon zu, das wird wohl nicht so schnell wieder vorbeigehen mit der Inflation. Anderes Thema, Inflation haben wir ja auch bei Kryptowährungen gesehen. Jetzt hat heute interessanterweise SEC-Chef Gary Gensler ein Interview gegeben bei Bloomberg. Und interessant war, was hier FX Macro bemerkt, dass keine Frage in Sachen Kryptowährungen der Fall war. Und die Vermutung ist, und das ist das Gerücht, was derzeit umläuft am Markt, dass unmittelbar bevorsteht eine Regulierung für Kryptowährungen, wie auch immer die aussieht, ob die positiv oder negativ für die Preisentwicklung der Kryptowährungen ist, schwer zu sagen. Jedenfalls ist das das neueste und heißeste Gerücht. Da kommt jetzt sehr, sehr bald was in Sachen Kryptowährungen. Und einen Jahrestag haben wir noch. Nämlich vor 5 Jahren haben die Briten sich für den Brexit entschieden. Hier sieht man auf dieser Karte, wo die Zustimmung besonders groß war, nämlich im Süden Englands, während Schottland und Wales und London sich dagegen ausgesprochen haben, haben alle anderen Landesteile gesagt, wir wollen raus. Und wenn man sich mal die Entwicklung der Assets aus UK anschaut, seitdem sehen wir, das Pound Sterling ist gefallen über 6% zum Dollar. 4,8% gestiegen zum Euro, aber der FTSE, also der englische Leitindex, der ist nur um 11,9% gestiegen, in Anführungszeichen, während der S&P 100,9% gestiegen ist. Also der englische Aktienmarkt hat davon nicht so fürchterlich profitiert, muss man sagen. Der ist relativ schwach geblieben, deutlich schlechter als der DAX zum Beispiel. Und abschließend nochmal nach Deutschland, und das hat auch mit Immobilien zu tun, denn wir beginnen zu schrumpfen. Normalerweise als Bevölkerung, also demografisch, normalerweise hat man gesagt, okay, ab 2025 wird die deutsche Bevölkerung schrumpfen. Das ist jetzt schon der Fall. Wir sind jetzt geschrumpft in 2020, lag an höheren Todeszahlen, unter anderem durch Corona, lag aber vor allem auch dadurch, dass nicht so viele Menschen wie erwartet eingewandert sind. Und das hat für den Immobilienmarkt durchaus perspektivisch auch eine Bedeutung, denn je weniger Menschen hier sind, je größer die Demokratiefalle ist, umso wahrscheinlicher, dass auch hier die Immobilienpreise nicht dauerhaft
werden steigen können. Ein Freund von mir sucht in Richtung Ostsee, Nordsee, händeringend irgendwie so ein Ferienhaus, findet nichts, da kommt vieles gar nicht erst auf den Markt. Das wird sozusagen intern von Maklern nur an die besten Kunden schon mal weitergereicht. Bevor das im Internet steht, ist das lange weg. Was im Internet noch steht, das ist dann die Restware. Also das zeigt, dieses Bedürfnis, sich da irgendwie einzukaufen, ist immens. Viele wollen das dann einfach als Spekulationsobjekt oder wollen es dann vermieten als Ferienimmobilie. Und wenn aber Corona irgendwann mal deutlicher zurückgehen sollte, dann wollen die Deutschen wieder nach Mallorca fliegen oder woanders hin, aber weniger an Nord- und Ostsee. Und dann kriegen sie das vielleicht nicht vermietet. Man muss es sehen. Jedenfalls sehen wir diese Exzesse an den Märkten, die durch die Notenbanken verursacht werden. Klar, die wollen irgendwie die Welt retten, aber sie machen die ganze Geschichte wahrscheinlich noch schlimmer. Man hat ja immer gesagt, ja, die Notenbanken damals in der großen Wirtschaftskrise ab 1929 hätten falsch agiert, indem sie eben die Geldmenge verknappt hatten. Das war notwendig, weil sie an den Goldstandard gebunden waren. Aber das war dann eben auch mal ein großes Reinemachen mit großem Leid, gar keine Frage. Da hat man sofort den Schmerz genommen. Aber dann konnte man sich wieder heilen. Jetzt versuchen wir die ganze Zeit, den Schmerz irgendwie zu vermeiden, rauszuschieben, rauszuschieben, rauszuschieben. Und irgendwann kommt er und dann wird er sehr, sehr heftig. Jetzt wünsche ich viel Spaß heute beim Fußball gucken, wenn Sie es denn anschauen. Deutschland gegen Ungarn. Ich sage Servus und Ciao.